Was spukt ihr denn hier in fremden Gärten in Roland umher? Ja, weil es hier so schön gruselig ist, so wie zu Halloween. Der Garten ist ja wirklich schön gruselig, aber warum brauchen wir das denn zum Halloween? Ja, weil nächste Woche am 31.10. findet unser großes Halloween-Fest in Roland statt. Großes Halloween-Fest in Roland? Ja, das ist schon das 19. und da kommen wieder ganz, ganz viele Menschen aus Sachsen, Brandenburg. Also es sind ein paar tausend Leute, die hier kommen. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Halloween-Fest hier zu feiern? Ja, wir sind leider nur ein kleiner, armer Karnevalsclub und müssen uns immer Gedanken machen, wie können wir uns von anderen abheben. Und das war mal vor 19 Jahren, da sind wir auf die Idee mit dem Halloween gekommen. Kinder haben uns auf die Idee gebracht. Und das ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Mittlerweile haben wir Medienpartner von Antenne Brandenburg. Wir haben, wie gesagt, tausende Gäste hier, großen Umzug, Wahl von Miss und Mr. Halloween, ein riesengroßes Feuer und ganz, ganz viel Musik und Spaß. Das hat sich wirklich schon deutschlandweit rumgesprochen? Ja, denn viele besuchen ihre Verwandten hier. Und die kommen dann auch aus Bayern oder aus Berlin oder von der Küste. Also wirklich aus ganz Deutschland. Und wenn wir unsere Mr. und Mrs. Halloween-Wahl auf der Bühne laufen lassen, dann haben wir diese Kinder und fragen auch, woher sie kommen. Und meistens ist es so, dass nicht ein einziger Rolander dabei ist, sondern wir tun das für unsere Gäste. Muss ich ja wirklich sagen, fühle mich ja heute hier ein bisschen underdressed, wenn ich euch hier so sehe. Ihr seid ja wirklich bestens vorbereitet. Was sind denn so die Highlights immer an so einem Tag wie Halloween bei euch? Na, ein großes Highlight ist schon der große Umzug, der Halloween-Umzug, der 5:30 am Markt beginnt. Der ist natürlich im Dunkeln, wir haben ja die Zeitumstellung. Dort sind 3 Spielmannszüge schon erforderlich, damit die musikalische Begleitung da ist. Und da sind schon ein paar tausend Leute im Zug drin. Viele, viele bunt und gruselig gekleidete große und kleine Fans, auch die Erwachsenen machen zum Glück mit. Und es ist ganz, ganz wunderbar. Das nächste Highlight ist dann das große Feuer. Und natürlich im Mittelpunkt stehen die Kinder, weil wir machen nämlich eine Miss- und Mister-Wahl. Und die kommt ganz groß an. Jetzt sehen wir ja hier schon die Kinder, die ganz wild umherlaufen und super verkleidet sind. Was sind denn so die Highlights unter den Kostümen? Ja, Halloween typisch, Hexe oder Gerippe. Natürlich auch was ganz Gruseliges, so mit Masken. Also viele Kleine haben da auch Angst. Aber es gibt auch viele, viele Erwachsene, die sich in solche Kostüme dann reinstecken und einfach mit uns Halloween feiern. Na, dann wünschen wir euch an dem Tag wirklich richtig viel Spaß. Und wie viele Leute werden circa erwartet? Na, wir denken, dass so 2.000-3.000 auf alle Fälle da sind. Und es ist ja nicht nur für Kinder was, es ist ja dann, der Abschluss ist seit vielen Jahren Live-Musik. Da haben wir eine Band dieses Jahr aus Leipzig, Klinge und Co. sind da, die ganz tolle Rockmusik machen. Also von klein bis groß, für jeden ist etwas da. Es lohnt sich unbedingt, nach Roland zu kommen. Na dann, kommen Sie nach Roland und feiern Sie kräftig Halloween.